Hallo und herzlich willkommen SB Immobilien Alanya. Ich präsentiere euch heute eine sehr schöne Villa im Teppe. Ihr kriegt auch hier IKAMET problemlos. Ja? Es ist eine private Villa, es ist eine vieretagige Villa mit eigenem Parkplatz, eigenem Poolbereich. Ihr braucht hier noch nicht mal EIDA zu zahlen, sprich monatliche Hausnebenkosten. Von hier bis zum Stadt sind es ungefähr 6 bis 7 Minuten Autofahrt entfernt. Ja? Ihr seht ja auch anhand von Burgberg, wir sind gar nicht so weit weg. Es ist eine sehr ruhige Anlage. Es wurde auch 2008 von norwegischen Bauträgern erbaut. Es gibt insgesamt 7 Villen hier. Es ist eine schöne Anlage. Es ist nur Villenanlage. Hier vorne haben wir die Straße. Hier darf man nichts bauen. Wenn dann, da unten gibt es eine ganz kleine Bananenplantage. Aber die dürfen maximal bis zu dieser Höhe erbaut werden, weil es eine Villenanlage sind. So, wir haben insgesamt 450 Quadratmeter Nettofläche, Entschuldigung, Bruttofläche, 350 Quadratmeter Nettofläche. Wir haben 4 Schlafzimmer, 2 Wohnbereiche. Da muss ich natürlich nachher noch eins dazu sagen. Es gibt einen Wohn- und Schlafbereich. Zum Beispiel für die Gäste, die einfach ein bisschen zurückgezogen, ein bisschen Privatsphäre, ist top. Wir fangen direkt vom Eingangsbereich an. Bis gleich. So, wir fangen direkt vom Außenbereich an, damit ihr genau eine Vorstellung habt. Wie sieht es außerhalb aus? Wie schaut es von außen aus, die Villa? Und außerdem, das ist die Zufahrt. Also ihr fährt praktisch hier hoch. Unten gibt es einen kleinen Wendekreis. Und dann fährt hier rein. Und vorne auf der rechten Seite habt ihr euren privaten Parkplatz. So, das ist die Villa von hinten, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ja, es ist komplett mit Grün. Wir haben hier Orangenbäume und Mandarinenbäume. Genauso wie Zitronenbäume. So, jetzt gehen wir mal hier im hinteren Bereich von unserer Villa. Wir haben hier auch noch mal einen Zitronenbaum stehen. Hier Außenbereich haben sie auch mit Steingarten verlegt. Man könnte hier auch noch mal einen zusätzlichen Parkplatz draus machen, aber ich würde es so stehen lassen, weil wir haben ja schon bereits einen Parkplatz. Das hier ist die Terrassenbereich bzw. Balkon zu der Villa. Ja, wir haben unsere Switchgeräte außen draußen stehen. Ja. Genau hier. Jetzt gehen wir zum Eingangsbereich. Also der Parkplatz befindet sich hier. Ihr fährt praktisch hier rein und dann könnt ihr eure Einkäufe hier auch gleich reintragen. Ja, wir haben nochmal ein Switchgerät von der Klimaanlage hier stehen. Die ganzen Bäume gehören Ihnen. Und übrigens, für den Pool und Gartenarbeit müsst ihr dann selber aufkommen. Ist ja klar, ist ja ein Privatgelände. So, das ist das Eingangsbereich. Wir sind gleich hier im Flur. Übrigens, Baujahr ist 2007. Mein Sohn hat mich ausgebessert. Papa ist nicht 2008, 2007. Wir gehen mal gleich hier rechts weiter. Wir haben 4 Badezimmer, sind alle mit Fußbodenheizung ausgestattet. Das können wir auch mal kurz zeigen. Wir haben hier nochmal ein Schlafzimmer. Die Möbel sind übrigens ein bisschen älter. Ja, man kann ja auch die Möbel tauschen, neue welche besorgen. Und wir haben hier auch noch eine Fußbodenheizung, Bad and Suite, ja, Waschbecken, Duschkabine, WC. So, ich muss jetzt da durch. Gehen wir weiter. Also auf dieser Etage, auf EG, haben wir 2 Schlafzimmer. Und das ist das Kinderzimmer. Ja, und wir haben hier noch ein Badezimmer. Auch mit Fußbodenheizung. Wiederum eine Duschkabine, Waschbecken und WC. So. Schön. Jetzt gehen wir gleich im Wohnbereich. Ich darf die Tür hinter dir zumachen, sonst knallt die Tür wieder zu. So, das ist das Wohnbereich.
für die obere Etage oder beziehungsweise EG. Wir haben hier L-förmigen Küche. Übrigens, alle E-Geräte sind von Siemens und neu. Ja, wir haben mindestens 2 Jahre noch Garantie. Ja, so schaut es hier aus. Wir haben Mikrowelle, Herd. Übrigens, das ist auch ein Gasherd. Ja, ein Backofen. Wir haben hier noch eine Spülmaschine und unseren Kühlschrank. Übrigens, das hier ist das Gefrierfach und das hier ist ganz normaler Kühlschrank. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben unsere Essbereich hier stehen. Sehr groß. Sage ich immer wieder, runder Tisch gefällt mir besser. Ja, das ist so ein eckiger Tisch, ist schön. Ja, wir haben hier auch noch ein Fenster. Da kann man hier mal rausschauen. Unten haben wir unseren Pool stehen, aber wir gehen nachher noch runter. Und dann zeige ich euch auch die untere Etage. Jetzt gehen wir mal hier weiter noch. Das ist das Wohnbereich. Alle E-Geräte werden beim Kauf mit übergeben. Das, was man nicht braucht, kann man gerne rausschmeißen. Wenn man sagt, du, ich möchte es gerne behalten, wieso nicht? Ja, so schaut es hier aus. Wir haben 2er-Couch hier stehen und 3er-Couch. Und das ist übrigens echt Leder. Draußen haben wir noch einen schönen großen Balkon stehen. Das sind ja unsere Gartenmöbel. Sieht gut aus, gefällt mir. Da drüben haben wir unsere Weber-Grill. Oben haben wir einen Heizer. Da wird es im Winter auch nicht kalt, wenn man draußen sitzt. Ja, hier ist unser Poolbereich, sage ich nochmal, unseren privaten Poolbereich. Und wir haben wunderschöne Aussicht auf unseren Burgberg. Da kannst du auch mal gerne mal links zeigen, da oben. Da haben wir auch richtig wunderschönen Talblick. Ich überspringe gar nichts. Wir haben auch oben sogar noch Lautsprecher vom Sony. So, jetzt gehen wir erstmal ganz unten und dann treffen wir uns gleich am Poolbereich. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der untersten Etage, ja, an unserem Pool- und Terrassenbereich. Da habt ihr auch unverbaulichen Meerblick, Burgbergblick. Ich sag das jetzt ganze Zeit, bis es euch nervt. Ja, jetzt gehen wir mal hier weiter. Unser Pool müsste ungefähr 4,5 Meter auf 4 Meter sein. Da drüben haben wir unseren Kinderpool stehen. Ja, die ganze Terrasse gehört euch. Wir haben hier überdachten Terrassenbereich. Die Sonnenliegen stehen schon hier. Wir haben hier auch noch draußen unseren Gartenmöbel stehen, Terrassenmöbel. Ja, schön mit Naturstein, unteren Bereich. Die Böden sind Travertärböden. Unsere Poolpumpe befindet sich genau hier. Ja, so schaut es hier aus. Kannst du auch mal kurz von unten mal kurz zeigen, frontal zu der Villa, wie es da ausschaut. So, jetzt gehen wir mal rein. Das sind alles Privatsachen von der Eigentümer und er wird es natürlich nachher mitnehmen. Daher haben sie alles verpackt und schön hingestellt. Das ist die unterste Etage, man kann natürlich viel draus machen. Gerade im Sommerzeit, wenn ich hier draußen schwimme, man kann hier wunderschönes was machen. Man könnte auch Sitzmöglichkeiten, wir haben hier auch unten TV-Anschluss. Man kann die ganze Zeit hier verbringen, vielleicht hier noch eine kleine Küche hinstellen. Kann man, ja. So, das ist natürlich euer Ding, wie ihr das gerne gestalten möchtet. So, jetzt gehen wir mal nach oben. Wir gehen direkt auf die erste Etage nach oben. Entschuldigung, bevor wir nach oben gehen, wir haben hier unten auch so einen Abstellraum, dass ihr das auch mal gesehen habt. So, und jetzt gehen wir nach oben. So, wir befinden uns jetzt auf dem ersten OG-Schuss. Kommt mit. So, das ist das Schlafzimmer für die obere Etage. Wir haben wieder hier ein Bad and Suite. Sehr groß sogar. Man könnte hier sogar ein doppelter Waschbecken reinstellen. Wir haben genug Platz. Unsere Duschkabine, WC, unsere 40 x 25 Fliesen. Ja. Also das Bett ist neuwertig. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Haben sie auch so einen kleinen Schreibtisch hingestellt. Hier hinten rechts haben wir auch noch einen Balkon stehen.
Hat mal ein bisschen mehr Blick. So, was ich jetzt vorhin gemeint habe, 4 plus 2 ist das hier. Ja? Hier haben Sie ein Bett, ein Doppelbett stehen und ein Sitzgarnitur. Wir haben hier nochmal ein Badezimmer. Ja, wir haben hier auch noch einen Garderobenraum. Badezimmer mit Jacuzzi. Und hier haben wir unseren Waschbecken. Also seit 2007, wieder mein Fehler. Also seit 2007 haben sie an dem Haus nichts gemacht. Alles, was ihr seht, ob es die Fliesen, Badezimmer, Garnitur, egal was, ja, ist seit 2007 nichts geändert worden. Ihr könnt natürlich sagen, ich möchte zwei Badezimmer nach meinem Geschmack einrichten, könnt ihr gerne machen. Wir haben hier einen Einbauschrank oben, wir haben Sicherheitskamera oben und übrigens, wir haben hier auch noch eine Alarmanlage. Wir haben hier Fernseher LG auf der rechten Seite. Finde ich nicht schlecht. Passt. Ja. Wir haben da draußen auch richtig schönen Bergblick und riesengroße Terrasse. Wir haben draußen nochmal Balkonmöbel stehen. Ganz großes Balkon. Sieht sehr schön aus. Ja. Finde ich toll. Da kann man natürlich auch hier alles verglasen, so wie da unten auch. Ja, man könnte hier auch einen Wintergarten draus machen. Könnte man. So, jetzt gehen wir nach oben. Wir machen gar keinen Schluss, sondern wir machen einen Abschluss. Jetzt gleich da oben, da zeige ich mal die Dachterrasse. So. Hier auf der rechten Seite haben wir noch einen Abstellraum. So, jetzt sind wir zu Ende gelangt. Das ist die Dachterrasse. Die ist nicht so groß, aber es genügt. Ja, mit Glasgeländer. Das haben sie auch richtig hoch gemacht. Klar, wegen der Sicherheit. Kinder könnte ja gefährlich sein. Man könnte ja darunter. Das haben sie übrigens nachträglich gebaut. Ja, nachträglich. Wir haben richtige Dachziegel. Also ich habe die Villa kontrolliert, von A bis Z. Ich habe nach den Fenstern geschaut, nach den Türen, nach den, oben am Dach. Läuft da irgendwo Wasser rein? Weil es ist ja seit 2007 erbaut. Wollte ich einfach mal wissen, ob da irgendwelche Mängel sind. Es sind Kleinigkeiten, wo man das ausbessern kann. Müsste ungefähr 20.000 bis 30.000 Lira kosten, ist nicht viel. Ja, ist ja klar, ist schon ein bisschen älter und das sind auch mal von der Türe außen, die Eckschienen haben ein bisschen Rost. Mein Gott, die kann man wechseln, ja, bei so einer Aussicht mit so einem Quadratmeter Fläche, Wohnfläche, einem privaten Pool mit eigenem Stellplatz und übrigens Privatvilla. Wo bekommt man sowas? Für 495.000 Euro. Ja, also wer sich dafür interessiert, kann sich gerne bei mir melden, anrufen. Wir können dann gerne einen Besichtigungstermin vereinbaren. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.